Hallo Leute und willkommen zurück zu Drake in the Wizards oder Drake der Drache. Jetzt machen wir Mystische Wolken 3. Ja, die Entwickler von dem Spiel hatten anscheinend keine guten Ideen für Levelnamen. Aber gut, das ändert ja jetzt nichts am Design. Und hier ist nichts. Ja, ist aber auch zu einfach zu finden. Von daher. Ich dachte, man kann das jetzt hier so aufschießen. Wie das klingt. Also, na, eigentlich aufspeien mit dem Feuer. Auch nee, nicht wieder. Ich hasse das einfach, wenn das hier so scrollt. Das ist scheiße. Und der Level war auch nicht so gut. Okay. Frag mich aber wirklich, wann wir die zweite Flugkugel bekommen. Denn ich habe ja bisher immer nur eine oder habe ich eine verpasst. Aber wenn man da einmal runterfällt, dann kann man, wenn man Pech hat, alles nochmal machen. Das verschwindet auch, oder? Der hat angetäuscht, die dumme Wolke. Die hat extra gewartet, bis ich komme, damit sie sich dann aus dem Staub machen kann. Ja, beide gleichzeitig. Ah, blödes Stück. Na, den anderen muss ich ja nicht killen. Die geben nur Münzen und ich habe schon fast 30 Ups. Moment, da hinten ist doch noch was versteckt. Oh, jetzt fällt mir auf, das war, glaube ich, einer meiner Hass-Level. Denn hier sind diese Wolken. Oder? Ja, die verfolgt einen jetzt. Direkt sieht man das erste Mal so eine Wolke und die verfolgt einen direkt und schießt Blitze auf einen. Und gleichzeitig muss man hier wahrscheinlich noch eine Drachenmünze finden. Ich habe ja alle Drachenmünzen bisher im First Try gefunden. Das ist prima, das sollte so weitergehen. Und ich erinnere mich noch, ganz am Ende dieses Levels gab es eine Stelle, wo man ganz genau springen muss. Und wenn man es nicht schafft, dann fällt man wieder runter. Und dann kann einen die Wolke eben prima attackieren. Okay. Okay. Ich weiß nicht, muss doch irgendwo noch eine Drachenmünze sein. Denn ich schneide das dann ungern rein. Ach, da oben ist doch eine, das... Kann mir niemand, oder? Ich glaube, man muss es regulär machen. Aber hier war trotzdem eine. Die war jetzt dort oben rechts, glaube ich. Ja, das war aber sehr offensichtlich. Aber die Stelle ist... Also, wenn ich auf Springen drücke, dann passiert nichts. Alles klar. Ein neues, dummes Feature. Ich hasse das einfach. Es ist einfach so extrem knapp. Es sieht nicht knapp aus, ist es aber. Alter, willst du mich ganz verarschen? Also, okay, das fängt jetzt erstmal gut. Ich habe eine Idee, was ich machen kann. Ich glaube, das ist sogar so gedacht. So. Und dann warte ich hier, bis die Wolke wieder auftaucht. Ah, ich warte lieber. Das ist zu riskant. Und jetzt flieg. Ja, ohne die Flugfähigkeit wäre das gar nicht gegangen. Und hier muss doch jetzt die Drachenmünze sein. Ein Checkpoint. Ach, Moment, die war ganz oben. Ich dachte, die Drachenmünze wäre hier. Und ganz oben würde es dann regulär weitergehen. Aber da habe ich mich getäuscht.
Oh, die Wolke. Die Hitbox war schon davor da, aber ich komme jetzt hier extrem. Kacke. Hoch. Ja. Aber ich habe es geschafft. Deshalb strenge ich mich auch immer sehr an in den Leveln. Dass ich auch alles finde. Aber das war zu offensichtlich. Es war zwar sehr offensichtlich, aber auch nicht ganz einfach. Aber dann finde ich es doch besser, die Münzen ein bisschen zu suchen. Nice. Jetzt verrutscht schon wieder das Fenster wegen der Werbung. Ja. Und die Leute von Spielaffe, ja, verdienen ihr Geld. Die sind wahrscheinlich schon steinreich jetzt. Vor allem, wenn das mitten in einem Bossfight passieren würde. Das wäre nicht so schön. Ach so, ich glaube, das war die Stelle, die ich ganz am Anfang angesprochen hatte. Vor allem die Blitze verfolgen einen, glaube ich, auch. Genau, jetzt kommt hier wieder so ein Blitz. Und die können einen auch runterstoßen. Aber man kann sich auch noch retten. Aber ich habe nur noch 3 Leben. Fuck, was ist hier los? Und kein Checkpoint bisher. Man muss die Position wechseln. Ich habe nur noch ein Leben. Ach, ich lasse mich sterben. Aber immerhin war hier ein Checkpoint. Jetzt muss ich das hier wieder machen. Und jetzt darf ich mich hier überhaupt nicht treffen lassen. Hä? Die Wolke schießt gar keine Blitze mehr auf mich. Drecksviech. Jetzt bin ich schon wieder ein Leben los. Da hat die Wolke jetzt absichtlich aufgehört, damit es nicht zu schwierig wird. Ich glaube, die wollte das den Gegnern überlassen. Oh Mann. Ich hasse das einfach. Ich könnte schon wieder kotzen hier. Okay, sieht gut aus. Hier muss man auch wieder ganz knapp ausweichen und gleichzeitig darauf achten, dass man nicht runterfällt. Und jetzt kommen auch noch diese feuerspeienden Drachen dazu. So ganz ruhig bleiben. Alter. Ja, genau. Ja, hier kommt es auf punktgenaues Timing an. Alter. Da war das ja mit den Wolken nix, aber ich hab's hingekriegt. Checkpoint bitte. Oder Ziel. Ja, Alter. Oh nein, ein Scrolling-Level. Dass es das auch gibt. Ja. Aber sowas finde ich dumm, weil man schnell mal was verpasst. Ja, ich weiß auch noch ganz genau, wo hier die Drachenmünze war. Ich nenne es eigentlich lieber Star Coins. Oder Dragon Coins. Englisch klingt cooler. So, das ist okay, die bleiben dort, wo sie sind. Genau, da gibt es auch solche Wolken von. Und es läuft ohne Mags. Ja, aber in den ganz brenzlichen Situationen, da laggt natürlich alles. Also zum Teil ist es ja auch gut, denn... Okay, hier komme ich nicht hoch. Hier bin ich früher, glaube ich, immer runtergefallen. Okay, hier kommt man anscheinend wirklich nicht hoch. Das
Seite mal eine weitere Flugkugel und kann dann hier irgendwie drauf fliegen. Ja. Ich finde dann eigentlich einen Speedrun besser. Also, vor allem manchmal ist man auch zu schnell dann. Ich meine jetzt hier. Und dann kommt man hier nicht weiter. Also wenn, dann hätte ich es so gemacht, dass der Bildschirm auch trotzdem immer noch mitscrollt mit einem. Es kann doch nicht so schwierig sein zu programmieren. Und hier ist die Drachenmünze. Das wurde fies gemacht. Aber man kann die Drachenmünze noch rechtzeitig sehen, wie bei mir. Und dann ja noch reagieren. Ich dachte gerade, ich kann Drake nicht mehr steuern, aber zum Glück schon. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt runterfalle? Wo spawne ich denn dann? Also es ist schließlich ein Scrolling-Level. Dann würde ich ja nicht spawnen. Also am linken Rand des Bildschirms. Also kommt natürlich drauf an. Okay, hier ist ein Checkpoint. Es scheint, als würde dieser Level noch oft weitergehen. Aber wir haben die Drachenmünze. Ah, wie cool, ich bin jetzt hier oben gespawnt. Ich habe zwar 2 Leben verloren, aber es ist doch viel besser. Ich hätte da unten mindestens 4 Leben verloren. Und für die 2 Leben sind es wert. Auf jeden Fall. So. Es wird immer noch aufgenommen. Mein Mikro ist immer noch an. Ja, das muss ich jetzt machen. Aber es sollte auch kein allzu großes Problem darstellen. Nee, dank der sehr guten Steuerung. Und hier? Oh. Ah, jetzt habe ich schon 3 Leben verloren. Das scheint gar nicht so einfach zu sein jetzt. Aber die respawnen wieder. Das hat man gut programmiert. Wie viel ist in diesem guten Spiel? Ja, wie die Wolken hier so aufgespießt sind. Aber man hätte auch mal eine andere Textur hier verwenden können, ganz ehrlich. Hier ist doch das Ziel. Ich erinnere mich, glaube ich, dass hier das Ziel ist. Was? Wieso passiert nichts mehr? Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass das Game jetzt gecrashed ist. Gut, Leute. Zurück kann man nicht mehr, dann crasht das Game. Ich muss es jetzt neu starten und das rausschneiden. Bis dann, Leute. So, Leute, da bin ich jetzt wieder. Und dass einfach das Spiel abgeschmiert ist, sozusagen. Ich gehe jetzt auch auf gar keinen Fall in die Tür. Die Drachenmünze wurde nicht gespeichert, der Checkpoint wurde nicht gespeichert. Ich musste die ganzen Level komplett neu machen. Aber es ist noch nicht das Ziel gekommen. So, hier ganz oben war, glaube ich, ein extra Leben, also kein Ab. Ein wirklich neues Leben. Danach habe ich dann 8 Leben, oder? Ich achte jetzt nicht so genau drauf. Aber es sollten 8 sein. Da. Ja, schön, danke. Ja, ich habe das 1000-mal berührt. Warum kann das sich eigentlich nicht festhalten? Es ist zwar ein klassisches Jump'n'Run quasi, also nicht ganz jetzt klassisch, aber
in den meisten Jump-Runs kann man sich ja nicht irgendwo festhalten. Zumindest nicht in den meisten normalen. Es gibt ja viele Arten von Jump-Runs. Egal, anderes Thema. War ich hier nicht schon mal? Anscheinend nicht. Es sah auf jeden Fall so ähnlich aus wie Mystische Wolken 1. Okay. Ein zusätzliches Leben. Das freut mich doch. Kann man durchaus gebrauchen. In dem Bosskampf gegen den Aal hatte ich ja auch am Ende nur noch ein einziges Leben. Also extrem knapp. Und hätte ich da ein Leben verpasst, dann wäre es das wahrscheinlich gewesen. Oder es wäre ganz anders gekommen. Ja, ich würde sagen, nach diesem Part nach diesem Level beende ich auch schon den Part, weil das ziemlich viel Nerven gekostet hat, mich hier wieder hinzuspielen die ganze Zeit. Und wahrscheinlich ist der Part trotzdem unerwartet lang. Nun geht's jetzt hier weiter. Oh. Ja, genau. Genau, hier ganz oben. Und dann lasse ich mich wahrscheinlich nochmal treffen. Okay. Ja, so sollte das immer laufen. Und ohne es abzuschmieren. Jetzt muss ich das auch noch extra schneiden. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen. Bis dann und ciao, euer Jono.